Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Zweiter Tag der Europawahl. Nach den Briten und Niederländern stimmen heute Iren und Tschechen ab. Nach Wahlbefragungen in den Niederlanden sehen die Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Timmermans vorn. Insgesamt sind etwa 418 Millionen Menschen aufgerufen, über die Zusammensetzung des EU-Parlaments zu entscheiden. May berät über Rücktritt als Parteichefin. Die britische Premierministerin führt heute Gespräche innerhalb ihrer konservativen Partei. Dabei dürfte es darum gehen, wann sie den Vorsitz abgibt. Damit wäre wohl auch ihre Zeit als Premierministerin vorbei. May konnte sich bislang mit keinem ihrer Brexit-Pläne durchsetzen. US-Justizbehörden weiten Anklage gegen WikiLeaks-Gründer Assange aus. Die neue Anklageschrift enthält 18 Punkte, darunter auch solche, die unter das US-Spionagegesetz fallen. Bei einer Auslieferung durch Großbritannien drohen Assange damit nun bis zu 175 Jahre Haft. Gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan. Der Inselstaat ermöglicht als erstes asiatisches Land die Hochzeit für Schwule und Lesben. Eine Woche nach der Parlamentsabstimmung gaben sich Paare in Taipeh das Ja-Wort. Im November hatte sich eine Mehrheit der Taiwaner in einem Referendum noch gegen gleichgeschlechtliche Ehen ausgesprochen. Aus für Deutschland im Viertelfinale der Eishockey-WM. Gegen Tschechien verlor das Team von Trainer Söderholm in Bratislava mit 1:5. Den Treffer für Deutschland erzielte Frank Mauer zum zwischenzeitlichen 1:1. Das Wetter. Heute eine Mischung aus Sonne und Wolken in einem Streifen von Westen bis in den Nordosten sowie in den Mittelgebirgen Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 17 bis 25 Grad.